Wie vermietest du eine Immobilie hier in den USA? Wie erstellt man so ein Exposé dafür und wie screent man die Miete richtig? Genau darum geht's in diesem Video. Let's get into it! Willkommen bei der Lukas Show. Mein Name ist Lukas. Auf meinem Kanal geht es rund um das Thema Investieren in Immobilien hier in den USA. Dieses Video ist der zweite Teil der dreiteiligen Serie Vermieten in Amerika. Im Teil 1 hast du gesehen, wie wir die Zielgruppe definiert haben. Wie schauen unsere potenziellen zukünftigen Mieter im Detail aus? Hier im Teil 2 geht es um das Online-Exposé, wie erstellen wir das? Und der Screening-Prozess, der nach den Bewerbungen folgt. Im Teil 3 schauen wir uns dann wirklich konkret Bewerbungen von Mietern an, natürlich anonymisiert. Und da siehst du ganz genau, was steht drin, was müssen die Mieter mitteilen, Referenzen und wie sieht so ein Background-Check und so ein Credit-Score-Check überhaupt aus. Aber jetzt zum Teil 2. Im Teil 1 haben wir uns angeschaut, wie sieht unser zukünftiger Mieter aus, also welche Kriterien legen wir an. Was wir bereits wissen ist, was für ein Objekt vermieten wir. Ganz klar weiß man das, wie viel Schlafzimmer, wie viel Bäder, welche Ausstattung. Was wir jetzt noch nicht wissen ist, welche Miethöhe können wir denn verlangen, also was sind unsere Einnahmen. Du kannst verlangen, was du möchtest. Du musst nur jemanden finden, der es auch bezahlt. Um da einen realistischen Wert zu finden, kannst du ganz einfach den Markt befragen. Denn der Markt regelt den Preis aus Angebot und Nachfrage. Also keine Regularien, sondern wirklich Angebot und Nachfrage. Und da kann man sich schon mal das Angebot anschauen. Beispielsweise gibst du einfach mal auf einem der großen Portale deine Suchkriterien ein. Also das Objekt, was du vermieten möchtest, suchst du ganz einfach mal in der Gegend, in der du vermieten möchtest. Und dann siehst du, was da die aktuellen Angebote sind. Vergleichbare Angebote, gleiche Schlafzimmerzahl, gleiche Badezimmerzahl, vergleichbare Ausstattung. Und dann schaust du einfach mal. Und da kannst du auch Vergangenheitswerte anschauen und gucken, was ist in den letzten paar Monaten vermietet worden und zu welchem Preis. Und da hast du deinen ungefähren Preis. Als Beispielobjekt nutzen wir einfach mal ein Apartment, was wir jetzt vor kurzem vermietet haben, aus dem Referenzhaus oder aus dem Projekthaus Grey Goose. Den Link zur Playlist Grey Goose, den setze ich dir jetzt hier oben ins Video, beziehungsweise findest du auch in der Beschreibung unter dem Video. Schauen wir es uns an. Dazu geben wir einfach mal bei Zillow die Region ein, in der wir suchen. In unserem Fall hier wäre das Drexel Hill, Pennsylvania. Wir wollen was for rent haben, weil wir natürlich mieten wollen. Und dann wollen wir zwei Bedrooms, sagen wir exakt bitte drei. Mindestens ein Bad wollen wir haben. Dann haben wir noch More. Und bei More geben wir noch an, wir wollen mindestens eine Klimaanlage haben. Und eine 3D-Tour ist nice to have, aber nicht wichtig. So. Und das sind sie auch schon. Das heißt, das sind die Angebote in der gesamten Region Drexel Hill. Wenn wir jetzt hier noch Remove Boundary machen, dann sehen wir natürlich noch umgrenzende Regionen. Das heißt, wenn wir jetzt hier irgendwo ein Haus zu vermieten hätte, was diesen Kriterien entspricht, also drei Bedrooms, ein Badezimmer, dann wäre der Preis mindestens 1800. Je nachdem, welche Ausstattung. Also wenn es eine gute Ausstattung hat, dann etwas höher. Das hier ist recht gut. Na, wobei, das könnte ein bisschen älter sein. Egal, auf jeden Fall gibt das einen Indikator in die Region, in der ich suche, was sind die Vergleichsangebote, was sagt der Markt aktuell, was kriege ich an Miete für drei Bedrooms, ein Badezimmer. So viel zum Beispiel. In manchen Gegenden der USA herrschen sozusagen Berliner Verhältnisse. Also da gibt es auch das sogenannte Rent Control. Das heißt, da sind Mieterhöhungen für den Vermieter gesperrt. Das heißt, die ganze Wohnung ist unter Rent Control und ist gesperrt. Aber das kümmert uns hier in Pennsylvania eigentlich nicht. Viele Grüße nach Berlin. Hier reguliert der Markt den Preis. Also wenn du als Vermieter verlangst, was du möchtest, musst du nur jemanden finden, der es auch bezahlen will und kann. Das muss jeder Vermieter und Investor für sich natürlich selber entscheiden, weil hohe Miete kann auch ein hoher Turnover heißen. Zu niedrige Miete kann verpasstes Einkommen bedeuten. Wie gesagt, da gibt es einen Mittelweg. Das Exposé. Exposé, ganz klar, eins der wichtigsten Punkte, um gute Mieter zu finden und die Wohnung anständig zu vermarkten. Hierzu nutzen wir verschiedene Online-Portale, die wir mit diesen Exposés eben füttern. Und einige dieser Portale verteilen dann an andere Portale die Exposés auch weiter. Zillow ist so ein Beispiel. Aber aus meiner Erfahrung, der beste Weg, um gute Mieter zu finden, ist, gute Mieter fragen. Unsere Bestandsmieter werden über frei werdende Objekte und Apartments immer als erstes informiert. Das heißt, wenn unsere bestehenden Mieter uns jemanden empfehlen, dann ist da schon eine gewisse Vorsortierung vorgenommen. Und da kann man sich drauf verlassen, kommen sehr gute Leads raus. Aber mehr Masse erreicht man natürlich mit den Online-Portalen
Wie Zillow eben. Schon wieder Zillow? Ja, wieder Zillow. Der Prozess zum Einstellen dieser Exposés in den Portalen ist eigentlich überall gleich. Das ist keine Raketenwissenschaft. Aber wenn wir schon Online-Portale nutzen und dafür natürlich auch Geld bezahlen, Zillow kostet, dann erwarten wir natürlich auch eine gewisse Response und Reichweite. Und da ist Zillow einfach die erste Adresse, weil die haben schlicht und einfach die größte Reichweite. Zillow ist nicht nur Zillow, die verteilen die Exposés auch an hotpads.com, das ist auch eine Zillow-Firma, und natürlich auch an trulia.com. Das heißt, mit einem Exposé einstellen, einmal bezahlen, hat man alle Konsumenten von mindestens 3 Portalen abgegrast. Guter Deal, oder? Zillow stellt obendrein zum Exposé einstellen natürlich noch ein anderes Tool zur Verfügung, den sogenannten Rental Manager. Rental Manager, da ist die Zielgruppe eigentlich ja die Vermieter direkt bzw. die Hausverwaltungen. Man kann nicht nur die Exposés bei Zillow verwalten, sondern auch den gesamten Bewerbungsprozess und später auch die Tenants, also die Mieter. Die haben eine komplette Hausverwaltung, also integriert. Wir nutzen die nicht. Wir konzentrieren uns jetzt nur auf den Exposé-Prozess und stellen einfach mal gemeinsam ein Exposé ein. Los geht's. Das ist der Zillow Rental Manager, also das Tool zum Verwalten von Objekten. Hier wäre das das Einstellen unseres Listings, also unseres Exposés. Das ist alles, wie gesagt, keine Raketentechnik. Wie viel monatliche Miete wollen wir? Wie viel Kaution wollen wir? Anzahl der Schlafzimmer, Anzahl der Bäder, Squarefeet vom Objekt, wie lange ist die Lease und ab wann wäre das Haus verfügbar? Was sind die Annehmlichkeiten, also die Features vom Haus? Wir haben einen Balkon, wir haben Deck, wir haben eine Klimaanlage und Heizung. Zentralheizung, Hardwood Floors, eigene Parkplätze, Wäsche in der Unit, also in der Wohnung, ist die Waschmaschine nicht im Keller. Cats and Dogs ist okay und wir haben noch einen aussagekräftigen Beschreibungstext, was das Haus alles bietet, was das Haus alles kann und wo das Haus liegt, was man da machen kann. Und auch noch ganz wichtig sind die Summary hier, also was sind die Eckdaten für eine Bewerbung, die Kaution ist natürlich und die erste Monatsmiete sind zeitgleich fällig. Ein sauberer Background-Check ohne vorhergehende Zwangsräumungen ist wichtig. Logisch. Der Credit-Check, der muss mindestens 650 retournieren. Retournieren, ist das ein Wort? Liefern, also zurückgeben, sein, whatever. Und auch wichtig, wir nehmen nicht teil an diesem Section 8-Programm, also diesem staatlich geförderten Housing, weil da schließt man dann Bewerber aus, die sich mit solchen Housing Vouchers, also mit so Wohnungsgutscheinen dann bewerben. Das ist keine Diskriminierung, wir nehmen einfach nicht teil, weil wir nicht qualifiziert sind. So, Punkt. Was auch erwartet wird, ist Renters Insurance, das heißt so eine Hausratversicherung zwangsweise. Das ist nicht überall üblich, aber wir erwarten das, weil wir wollen uns da absichern. Und auch wichtig, der Mieter ist verantwortlich fürs Heißwasser, also das wird mit Strom bzw. Gas gemacht, für die Gasrechnung und für Electric. Das muss ein Mieter hier selber machen. Also in manchen Häusern wird es umgelegt und in dem Fall ist der Mieter selbst verantwortlich. Der Vermieter in diesem Fall, ganz klar, ist fürs kalte Wasser zuständig. Auch nicht ganz klar, aber in dem Fall ist das so. Auch, dass Haustiere erlaubt sind, steht hier und hier unten haben wir unsere Matterport 3D-Tour hinterlegt. Und das Ergebnis von dieser Matterport 3D-Tour sind auch sehr, sehr schöne Fotos vom Objekt. Wie schaut es da drin aus? Ja, das war es eigentlich auch schon zum Listing. Ganz klar, super Fotos sind das A und O eines guten Exposés. Und super Fotos in unserem Fall sind ein Abfallprodukt von guten 3D-Scans. Wir machen von jedem Objekt, bevor wir es vermieten, einen 3D-Scan. Abfallprodukt, gute Fotos. Schauen wir es uns an. Hier sind wir bei der 3D-Tour. Auch dazu gibt es ein separates Video. Einfach mal in der Grey Goose Playlist nachschauen. Also die Wohnung ist ein 3-Badezimmer-Apartment über 2 Etagen. Schauen wir es uns an. Das ist der obere Floor. Das heißt, hier ist ein Schlafzimmer, hier ist ein Schlafzimmer, hier ist die Treppe runter. Und dann gehen wir mal runter in den unteren Floor. Das heißt, hier haben wir ein Schlafzimmer. Hier haben wir das Badezimmer und hier haben wir ein riesengroßes Wohnzimmer und die Küche. Und da können wir auch reingehen. Und zack, sind wir hier im ersten Schlafzimmer, so Master Bedroom. Hier ist die Treppe noch nicht gemacht, die ist auf jeden Fall schon neu gemacht, aber trotzdem nicht so schlimm. Das gibt einen Eindruck. Die Wohnung an sich ist recht nett gemacht. Den Link zu diesem 3D-Scan findest du natürlich auch unter dem Video und da kannst du einfach mal selber durchgehen und dich in der Wohnung ein bisschen umschauen.
Den Link zu diesem 3D-Scan, den findest du natürlich auch in der Beschreibung dieses Videos. Einfach mal anschauen und die 3D-Tour genießen. Solche Scans sind natürlich auch eine super Dokumentation für den Zustand der Wohnung, bevor die Wohnung vermietet wurde oder das Haus. Das heißt, der 3D-Scan hat diese Dokumentationsfunktion. Das Abfallprodukt sind hervorragende Bilder. Und drittens gibt es einen schönen 3D-Walkthrough. Schau es dir einfach mal an. Link ist in der Beschreibung. Und wie schaut jetzt der Erfolg von diesem Exposé aus? Hat es irgendwer angeschaut? Du siehst, das Feedback war grandios. Das gesamte Einzugsgebiet Philadelphia, die Vororte und auch Philadelphia Zentrum scheinen gerade zu boomen. Das ist der Wahnsinn. Das Listing bei Zillow für 7 Tage kostet knapp $10, also ist überschaubar. Und nach 7 Tagen mussten wir es offline nehmen, weil einfach viel zu viele Anfragen kamen und wir schon sehr, sehr gute Mieter hatten. Grandioser Erfolg. Und wie geht das jetzt mit den Interessenten und Bewerbern weiter? Aufgrund der hohen Anzahl der Interessenten haben wir für die Besichtigungen Sammeltermine machen müssen. Das heißt, wir haben Slots verteilt an die Interessenten und haben gesagt, von 3 bis 4 ist ein Showing, da kannst du kommen. Von 4 bis 5 ist ein Showing, da kannst du kommen. Von 5 bis 6, du und so weiter und so fort. Und pro Slot haben wir nur 25 Leute zugelassen, also 25 Interessenten, weil das einfach zu viel wurde. Die Interessenten haben sich vor Ort in eine Liste eingetragen. Wir konnten sehen, wer war da, wer hat sich's angeschaut und konnten einen gewissen Eindruck von den Bewerbern kriegen. Das ist natürlich wichtig für den späteren Auswahlprozess. Wenn zur Besichtigung alles gestimmt hat, das heißt, der Bewerber einen guten Eindruck hinterlassen hat und so weiter und so fort, dann hat der, nachdem er sich in die Liste eingetragen hat, einen Link zugeschickt bekommen. Und diesen Link klickt er dann und dann kommt er auf ein Portal und da trägt er dann alle seine Daten ein und das Portal ermittelt dann den Background-Check bzw. den Credit-Score. Und diesen Screening-Prozess, den schauen wir uns jetzt mal an. Für das Screening nutzen wir den Service einer Firma, die heißt TransUnion. TransUnion ist, wie soll es anders sein, auch eine Credit-Scoring-Firma. Das heißt, die haben einen eigenen Scoring, bieten aber für Mieter und Vermieter so einen Screening-Service an und den schauen wir uns mal an. Das ist die Website von TransUnion, MySmartMove, also mysmartmove.com. Auch den Link findest du natürlich in der Beschreibung. Und hier kann man sich als Vermieter registrieren, beziehungsweise auch als Mieter. Und dann kann man hier sehr schön bebildert auswählen zwischen großartigen Tenants und Tenants. Ja. Auf jeden Fall kann man sich registrieren und die TransUnion ist eine Credit Scoring Firma. Das heißt, die wissen, welcher Bewerber da gerade da ist, der sich natürlich auch mit seiner Social Security Nummer, also seiner eindeutigen Nummer, da registrieren muss. Und auf dieser Social Security sind halt auch Schuldeinträge hinterlegt. Das heißt, die wissen, wer dieser Tenant ist und die können natürlich auch sofort sagen, was der für einen Score hat. Das heißt, für die Mieter, die können sich hier einloggen. Oder der Vermieter, die können hier einen Account aufsetzen und dann sozusagen die Mieter einladen, sich zu bewerben. Und ja, das kostet ein bisschen was. Also das kannst du einfach mal in Ruhe alleine anschauen. Es gibt For Renters hier zum Beispiel die Beschreibungen, warum man das nutzen sollte, warum diese Informationen mit der Social Security, also dieser SSN, hier auch schon hinterlegt sind und warum die sicher sind. Ganz klar gibt es noch eine Übersicht der Kosten. Da sieht man dann hier die Bundles, das heißt diese Smart Check, die machen dann Credit-Based Residence Score, das ist so ein eigenes Scoring, was die nochmal machen, der Criminal Background, der Full Credit Report und der Räumungs-, also Zwangsräumungs-Report und auch noch Income Insights, die über den jeweiligen Bewerber dann wissen, die würden die mitteilen. Und dieser Check kostet $40, $38 eben oder hier eben $25, das Basic Screening. Wie gesagt, als Vermieter registriert man sich und schickt dann jedem Bewerber sozusagen einen Link und dieser Link ist dann auf den Vermieter registriert und die tragen dann ihre Daten ein. Der Vermieter sieht natürlich nicht die Daten, die wollen wir auch gar nicht wissen, sondern als Vermieter kriegen wir nur die Ergebnisse, also diese Auswertungen. Hier kann man sagen, welches Scoring man mindestens machen möchte und man kann natürlich auch sagen, ob man diese Kosten voll und ganz dem Tenant auferlegt, machen wir so. Oder ob man sich das teilt oder ob man das irgendwie verrechnet, zum Beispiel mit der ersten Miete und so weiter und so fort. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten.
Also einfach mal mysmartmove.com anschauen und gucken, was man hier so angeben kann und muss als Mieter, beziehungsweise wie das als Vermieter läuft. Ist ein spannendes Tool und ja, eigentlich sehr praktikabel. Die Links findest du natürlich in der Beschreibung dieses Videos. Du siehst, nach wenigen Tagen hat man dann als Vermieter einen ganzen Stapel an Bewerbungen mit Credit Score und Background Checks und so weiter vor sich liegen. Was? Alles online in irgendwelchen Portalen und dann habt ihr einen Stapel Papier da liegen? Nix Papier, ein elektronischer Stapel Bewerbungen. Das Einzige, was jetzt noch fehlt, ist die Beurteilung der Einkommenssituation der Bewerber. Also wie schaut diese aus und wie prüft man das nach? Und genau darum geht es im Teil 3 dieser Videoserie. Mit Teil 2 sind wir jetzt erstmal durch. Du weißt jetzt, wie ein Ausschreibungsprozess ausschaut, wie ein Screening-Prozess abläuft, worauf bei potenziellen Bewerbern geachtet werden muss. Im Teil 3 schauen wir uns an, wie so eine echte Bewerbung ausschaut, worauf du bei den Einkommensgeschichten und bei den Einkommensnachweisen achten musst. Und damit hast du es jetzt geschafft. Das war der Teil 2. Wenn du den Teil 3 nicht verpassen möchtest, dann auf jeden Fall den Abo-Knopf drücken, die Glocke aktivieren, YouTube informiert dich, wenn dieser Teil online geht und ein Like dalassen. Ganz wichtig, der schadet nämlich nicht. Ich danke dir für deine Aufmerksamkeit. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin.